Video, ich habe keine Luft mehr und wir sollten jetzt einfach anfangen. Herzlich willkommen zurück zu Mario Rabbids Kingdom Battle. Das letzte Mal war ja eine sehr ästhetische Folge. Sehr ruhig und gelangweilt. Es gab nichts Besonderes. Ja, wir erinnern uns einfach nicht an die letzte Folge. Wir erinnern uns daran, dass wir 15.08 Uhr haben. So, kämpfen! Ein erreiche das Gebiet und zwar dadurch und hierhin. Ja, dann jump ich hier runter. Also darunter. Hier rüber. Okay, das heißt, Mario rennt jetzt einfach mal straight. Schlacht neu starten. Weil ich mich verklickt habe. Das ist der perfekte Start einer Folge, Leute. Oh. Okay. Also noch eine Runde. Ja, wir kennen das, erreiche das Gebiet. Kann man das skippen vielleicht, wenn man das schon gesehen hat, weil das ist sehr störend. Okay, so lange kann ich nochmal Werbung machen. Nein. Mario, das ist eine Röhre. Bitte gehe hindurch. Ist das Leben doch schön, schön, schön. Macht so super viel Spaß. Und dieses Jahr gibt es viel Saas. Hey! Was? Ich weiß, ich sollte Künstler werden, das will ich dir nicht sagen. Du bist kaputt! Wenn du Mario noch getroffen hättest, wäre ich ausgeflippt. Also eigentlich ist es ziemlich easy. Luigi kann ja zweimal springen, was richtig vorteilhaft wäre jetzt bei so einem erreichten Gebiet. Aber nicht in der letzten Welt, wenn alle Gegner übertrieben stark sind und Luigi bei einem Schuss kaputt ist. So wie der Typ kaputt ist. Bam! Sehr schön. Okay. Nein, ich habe heute noch keinen Kaffee getrunken und bin erstaunlich freudig. Enthusiastisch. Genau 198, perfekt, der ist raus. Wie viel hat er eigentlich an? 1875. Mario Time! Wuhu! Ja, uns kann nichts passieren, der da oben. Hab ich was gesagt? Das ist doch, komm, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist ein Nanozentimeter! Wieso ist dieses Ding so weit da? So. Beweg dich. Beweg dich. Tschüss. War nett, dich gekannt zu haben. Halt. I have to do. Er kommt wirklich auch bis ans Ende. Okay, mal dann packe ich sie dahin. Und Rabbit Yoshi hat es verdient, das Ziel zu erreichen. Deshalb laufe ich mit. Ist sie gerade allen Ernstes nicht bis dach davor? Egal. Es ist wirklich nur ein Nanozentimeter Unterschied. In der nächsten Runde haben wir es geschafft. Fertig. Wahrscheinlich sollte man dafür 10 Züge haben. In 3 geht's auch, oder 4. Und ist ich überhaupt noch nicht. Ich könnte Mario einfach mal schützen. Mario, du läufst zurück. No. Okay. Und wir geben den Zug mal ab und gucken, was die. Das ist mir so egal gerade. Die Gegner spawnen. Von Spawny. Hat der mich gerade eine komplette Stage zurückgeworfen? Yoshi, du bist in Gefahr! Jo, genau! So mache ich das auch immer. Schießt der Yoshi auf den Mond, schieße ich euch in die Hölle. Das ist eine Walküre! Nee, ich. Was für einen Effekt gibt er? Er hat Schurkensicht. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann flipp ich aus. Mario, lauf.
Nein, du sollst nach rechts laufen. Ja, tanken. Stirb da hinten. Also. Tod töte am tödigsten, oder nicht, Leute? Ich schick hier eine Bombe hin. Bitte, liebe Bombe, fang alles ab. Bitte, bitte, bitte. Nein. Stopp. Tausender IQ. Ich bin für einen Schuss safe. Ich bin safe. Ich bin safe! Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Ich hab das aus... Oh. Gut. The time has finally come. Nein, Luigi, du bist... Dings. Ja! Da drüben sterbt alle! Bitte lauf in die Welt. Ja, genau. Rabbit Peach möchte kaputt gehen, wenn da jetzt einer von denen wieder die Ulti anmacht und die geht nicht kaputt.
Ich bin wieder da. Ja, das Mikrofon war gemutet. Es macht überhaupt keinen Spaß, dieses Spiel. Gar nicht mehr. 16 Minuten voller Leid und Langeweile. Aber immerhin hat es funktioniert, so wie ich es mir dachte. Ich dachte mir, okay, es gibt bestimmt eine Vorgabe, die es für jeden Spieler gibt, der jetzt da und da steht. Und genau so war es auch. Als ich Rebel Peach, ich habe genau das gleiche gemacht mit Rebel Peach und es hat geklappt. Oder es ist einfach immer random basiert und wir hatten einfach in der ersten Runde extremstes Pech. Irgendeiner ist ganz mies versteckt, das riecht nicht. Echt? So einfach? Okay. Hab ich jetzt nicht erwartet, okay. Aber von mir aus. Gibt's hier noch ein Secret, wenn man alle wegmacht? Das ist easy, da muss man einfach nur durchlaufen und A spammen. Da fand ich manche andere Dinger schwerer. Gut doch. Von mir aus, wenn es so einfach ist, klar. Wir sind auch schon wieder am Ende der Folge und ich habe über die Hälfte der Folge nichts gesagt. Zu Recht! Dafür habe ich die ganze Zeit hier immer schön Werbung für mich gemacht. Das finde ich, das hat gereicht. Das ist okay so. Wieso kann ich das hier wegmachen, wenn es mir nichts bringt? Wahnsinn. Ja, das ist wunderschön. Und da fängt das nächste Kapitel an und... Das machen wir beim nächsten Mal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir nicht. Wenn ja, sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao.